Meine Damen und Herren, ich rufe das nächste Mal auf. Einen bei Ihnen eingegangenen Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend freiwillige Ausreise und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Drucksache 19/4130. Dringlicher Entschließungsantrag. Wird die Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann nehmen wir ihn auf die Tagesordnung auf, zum Tagesordnungspunkt 50, und wir rufen ihn mit 48 auf. Dem ist einstimmig so gefolgt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 45. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, DIE LINKE, der Abg. Özcük fraktionslos betreffend Solidaritätserklärung des Hessischen Landtags mit den Journalistinnen und Journalisten, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften und Abgeordneten der HDP in der Türkei, Drucksache 19/4118. Wir rufen auf dazu den Tagesordnungspunkt 46, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP betreffend Türkei, europäische Werte leben, Menschenrechte wahren, Demokratie fördern, Presse- und Meinungsfreiheit achten, Oppositionsrechte gewährleisten. Drucksache 19/4119, vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Zu Beginn hat das Wort der Vorsitzende der Fraktion der SPD, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich zunächst bei allen Beteiligten bedanken, dass es möglich war, dieses Thema am Ende dieser Plenarwoche noch einmal aufzurufen. Am 15. und 16. Juli dieses Jahres haben sich nicht nur die Augen der Welt, sondern auch unsere eigenen auf die Bilder des Militärputsches in der Türkei gerichtet. Die Niederschlagung des Putsches gegen die demokratisch gewählte Regierung unter AKP-Führung wurde weltweit, so auch aus der Bundesrepublik Deutschland, begrüßt, und zahlreiche Solidaritätserklärungen haben in diesen Tagen die türkische Regierung erreicht. Wir alle waren froh, dass dieser Putsch am Ende verhindert werden konnte, weil Menschen aller Lebensbereiche sich gegen den illegitimen Militärputsch stellten, Türken und Kurden, Aleviten, Schiiten und Sunniten, die AKP, die CHP und die HDP. Und viele, viele andere in der gesamten türkischen Zivilgesellschaft standen in dieser schweren Stunde zusammen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat uns in diesen Stunden auch Hoffnung auf eine demokratischere Türkei gemacht. Diese Hoffnung starb in dem Augenblick, als die Regierung Erdogan mit Verhaftungen und Verfolgungen ohne rechtsstaatliche Verfahren begann. Massenentlassungen, Berichte über Folter und Säuberungslisten sprechen eine eindeutige Sprache. Mit der Wiedereinführung der Todesstrafe kündigt die türkische Regierung einseitig. Mit der Wiedereinführung der Todesstrafe kündigte die türkische Regierung einseitig die Beitrittsverhandlungen zur EU und erklärte sie für gescheitert. Wir hoffen nach wie vor auf eine Kehrtwende. Vielleicht können Sie es einfach draußen weitermachen. Es stört wirklich. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren als sonst. Aus der legitimen rechtsstaatlichen Aufarbeitung des Putsches ist längst, und ich sage das heute sehr bewusst, ein Gegenputsch geworden. Deshalb wollen wir uns mit dieser Erklärung, die wir eingereicht haben, zusammen mit der Linkspartei und mit Mürvet Öztürk, solidarisch erklären mit den Abgeordneten unserer, damit meine ich vor allem auch der Sozialdemokratischen Partei, Schwesterparteien in der Türkei, nämlich den Abgeordneten der HDP und der CHP, die beide mit uns verschwistert sind, aber eben auch all den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Journalistinnen und Journalisten, und all denjenigen, die sich für die Verteidigung der Demokratie in der Türkei einsetzen. Ich hatte die Gelegenheit, vor wenigen Wochen auf der Frankfurter Buchmesse mit Can Dündar, dem Chefredakteur von Cumhuriyet,
ausführlich zu diskutieren im öffentlichen Raum. Wir haben danach noch ein sehr langes persönliches Gespräch geführt. Seine größte Sorge, und deswegen bin ich persönlich, wir haben das in der Fraktion nicht diskutiert, deswegen weiß ich, die Mehrheitsmeinung meiner Fraktion ist, aber ich will es für mich sagen, bin ich persönlich nicht überzeugt von der Entscheidung des Europäischen Parlaments, die Beitrittsverhandlungen einfach auszusetzen. Can Dündar hat sehr emotional in diesem Gespräch vor einer Situation gewarnt, auf die wir unmittelbar zusteuern. Er hat gesagt, wenn die Türkei in eine Isolation gerät, wird es am meisten Erdogan und seiner Politik nutzen. Er hat inständig darum gebeten, dass die Brücken in die türkische Zivilgesellschaft, in die türkischen Medien, in die türkische Politik nicht abgebrochen werden, dass gerade jetzt Kontakte hergestellt werden, dass jetzt miteinander geredet wird. Das will ich schon auch ein bisschen als Appell hier in diese Runde sagen, auch mit Blick auf die besondere Rolle, die Hessen sicherlich mit der Partnerschaft mit Bursa hat, jetzt die Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen, sondern gerade jetzt brauchen die, die unter schwierigsten Bedingungen versuchen, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen, auch Menschen hier, aber auch dort, die bereit sind, auch öffentlich zu sagen, dass sie an ihrer Seite stehen. Wir haben auf der Grundlage, und das ist meine letzte Bemerkung, auf Grundlage der Hamburger Erklärung von Abgeordneten von CDU, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei einen Antrag hier eingebracht. Ich hätte mir gewünscht, dass es möglich gewesen wäre, wenigstens diesmal zu einer gemeinsamen Entschließung zu kommen. Die SPD-Fraktion wird ausdrücklich dem Beschlusstext von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP zustimmen. Aber gerade weil es die Initiative der fraktionslosen Abgeordneten Mürvet Öztürk gewesen ist, die auf uns alle zugekommen ist, ob wir nicht ein einziges Mal in einer Situation, wo es um die Bedrohung von Demokratie und Freiheit geht, zusammenstehen können, fanden wir es schade, dass es nicht gelungen ist. Und vielleicht gelingt es, das ja dann wenigstens in der Abstimmung zu erreichen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Kollege Utter, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jeder Umsturz einer demokratisch legitimierten Regierung durch Militärs oder andere Kräfte, auch jeder Versuch dazu, ist falsch, ist undemokratisch und ist zu verurteilen. Das gilt auch für den zum Glück gescheiterten Putsch türkischer Militärs vom 15. Juli. Es ist gut, dass die Menschen in dieser Nacht ihre Demokratie verteidigt haben. Denn eine türkische Militärdiktatur könnte kein Partner für Europa, Deutschland und Hessen sein. Die Vorgänge in der Türkei werden in Deutschland und besonders in Hessen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Unsere Beziehungen sind ja eng und zahlreich. Aber nun steht das alles auf dem Spiel. Auch unsere Partnerschaft in der Provinz Bursa leidet unter der aktuellen Entwicklung. Die Türkei ist ein wichtiger Verbündeter, ein wichtiger Partner, ja, auch ein langjähriger Freund. Deshalb beunruhigt uns die Situation jetzt in der Türkei ganz besonders. Die Türkei spielt eine wichtige Rolle für Europa und für die Gemeinschaft der freien Staaten. Doch sie scheint das jetzt zu verlassen. Und wir sind auch betroffen dadurch, dass allein in Hessen 160.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben. Ich erfahre es auch immer im Gespräch, wie gespalten diese Gemeinden sind in der jetzigen Situation, hin und her gerissen, nicht wissen, wo ihre Loyalität ist und wie sie sich verhalten sollen. Ja, wie Beschuldigung und Hass
die Familien spalten, und das ist ganz schlecht. Aber ich denke, es gehört eben auch dazu, dass man in einer Partnerschaft offen ausspricht, was einen besorgt, und offen sagt, was nicht geht. Für eine gute Partnerschaft mit uns ist es nicht akzeptabel, Grundlagen des Rechtsstaats und der Demokratie auszuschalten. Für eine gute Partnerschaft mit uns ist es nicht akzeptabel, führende Politiker und Abgeordnete, intellektuelle Journalisten und Andersdenkende festzunehmen und ohne Prozess einzusperren. Für eine gute Partnerschaft mit uns ist es nicht akzeptabel, Zehntausende Bedienstete, Lehrer, Professoren wegen ihrer politischen Ansichten zu entlassen oder zu drangsalieren. Heute, was für eine Ironie, ist in der Türkei der Tag der Lehrerinnen und Lehrer, und so viele Lehrerinnen und Lehrer haben gar keine Arbeit mehr. Natürlich ist eine Strafverfolgung als Folge des Putschversuchs erforderlich und auch legitim, aber die muss transparent und mit rechtsstaatlichen Mitteln erfolgen, und jeder Einzelfall muss geprüft werden, und auf keinen Fall können massenweise und pauschal Menschen in Haftung genommen werden, ohne zu prüfen, ob sie irgendetwas damit zu tun hatten. Und ohne Presse- und Meinungs- und Versammlungsfreiheit kann es keine Demokratie und Rechtsstaat geben. Für eine Partnerschaft mit uns, wenn man sie will, und Herr Schäfer-Gümbel hat es auch gesagt, ist die Einführung der Todesstrafe ein Punkt, wo wir sagen, da geht es nicht weiter. Dann machen auch Verhandlungen über die Mitgliedschaft in der EU keinen Sinn mehr. Man will es gar nicht sagen, aber solche fürchterlichen Dinge wie dieses Gesetz, um Kindesmissbrauch zu legitimieren durch Eheschließung, das ist weit weg von unseren Werten. Ich denke auch, Europa hat nicht gekuscht bei dieser Frage. Wir sagen eindeutig, was wir davon halten. Und auch wenn man sich die Beitrittsverhandlungen anschaut, muss man ja sagen, dass nun seit einiger Zeit die auf der Stelle treten, nicht weil Europa nicht wollte, sondern weil in der Türkei nur Rückschritte zu beobachten sind. Für mich ist ganz klar, wer Mitglied der EU werden will, der muss auch diese Werte nicht nur anerkennen, sondern muss sie auch leben. Deshalb glaube ich, dass die Beitrittsverhandlungen so nicht weitergeführt werden können. Aber der Gesprächsfaden muss unbedingt aufrechterhalten bleiben. Wir müssen Wege finden, im Gespräch zu bleiben. Der Austausch muss weitergehen. Wir müssen über die Werte reden. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, auch mit der türkischen Gemeinde hier in unserem Land zu reden. Und ich wünsche mir auch, dass wir wieder mit unseren Partnern in Bursa reden können und uns das Gespräch nicht verweigert wird. Ich wünsche mir eine demokratische Türkei, in der die Menschenrechte geachtet werden, Gerichte unabhängig urteilen, Minderheiten geschützt sind und jeder seine Meinung frei sagen kann. Ich wünsche mir, dass unsere Partnerschaft mit Bursa einen Beitrag leisten kann, Konfrontation und Verbitterung zu überwinden. Auch nach der dunkelsten Nacht kommt irgendwann ein neuer Morgen. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Hammann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wer schweigt, der toleriert. Und wir wollen nicht schweigen im Hessischen Landtag zu dem, was in der Türkei geschieht. Wir wollen nicht zusehen und schweigen zu dem, was von der Regierung Erdogan auf den Weg gebracht wurde. Denn wir sehen mit großer Bestürzung diese Entwicklung, die zurzeit in der Türkei festzustellen ist. Aber das heißt auch, dass wir einen Putschversuch missbilligen, und zwar auf das Schärfste. Denn es entspricht nicht demokratischen Prinzipien. Es rechtfertigt aber auch nicht,
Es rechtfertigt nicht die repressiven Maßnahmen, die vom türkischen Präsidenten Erdogan ergriffen wurden. Es ist unverhältnismäßig. Dieses Vorgehen ist zu verurteilen, und es sind eklatante Verstöße gegen Grundrechte und Grundfreiheit der türkischen Verfassung und verstößt darüber hinaus auch gegen die demokratischen Werte der Europäischen Union. Es ist nicht hinnehmbar, dass Journalistinnen, Wissenschaftler, Gewerkschaftsvertreter, Intellektuelle und demokratisch gewählte Abgeordnete, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Zehntausende Beamte, Bürgerinnen und Bürger ohne rechtsstaatliche Verfahren entlassen, verfolgt, drangsaliert und verhaftet werden. Fast einen Monat nach dem Putschversuch waren 35.000 Menschen festgenommen worden, und Verhaftungen sind auf der Tagesordnung in der Türkei. Das setzt sich alles fort. Ein Viertel der türkischen Richter und Staatsanwälte, also über 3.500, wurden suspendiert, und es wurden 650 Richter und Staatsanwälte festgenommen. Der türkische Innenminister spricht, dass 76.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes entlassen wurden. Der Ministerpräsident spricht sogar von 80.000 Beschäftigten. In Untersuchungshaft befinden sich 20.000 Verdächtige, darunter Polizisten, Soldaten, Mitarbeiter des Justiz- und Verwaltungsapparates. Dem Außenminister zufolge wurden 300 Mitarbeiter seines Ressorts entlassen, darunter zwei Botschafter. Zahlreiche Einrichtungen und Institutionen wurden geschlossen, beschlagnahmt oder an öffentliche Einrichtungen übertragen worden, darunter Schulen, Wohnheime, Stiftungen, Universitäten, Nachrichtenagenturen, Sender, TV-Sender, Radiostationen, Zeitungen, Verlage, Vertriebskanäle und Gewerkschaften. Man muss feststellen, dass sich die Politik Erdogans gegen alle Andersdenkenden richtet und insbesondere gegen die demokratisch gewählten Abgeordneten der HDP. Sie werden verfolgt und ihre Lebensgrundlage beraubt, und das ist etwas, was wir nicht akzeptieren werden. Freie Meinungsäußerung führt in der Türkei zur Verfolgung. Erdogan nutzt die Zeit nach dem Putsch, um sich allen Kritikern, allen kritischen Stimmen, allen Andersdenkenden mit einer unglaublichen Zielstrebigkeit auch zu entledigen. Auch wir sind besorgt über die Situation in Bursa, unserer Partnerregion in der Türkei. Auch dort sind Verfolgungen und Inhaftierungen Andersdenkender festzustellen. Unter dem Deckmantel des Ausnahmezustandes greift Willkür und Rechtslosigkeit um sich. Dies alles gefährdet die Beitrittsverhandlungen der Türkei zur Europäischen Union. Wir erwarten von der Türkei, dass rechtsstaatliche Prinzipien und die gemeinsamen Werte der Europäischen Union geachtet und gewahrt werden. Das ist unabdingbar für die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Denn klar ist auch, die Türkei befand sich auf dem Weg in die Europäische Union. Und diese Tür ist noch nicht zu, und es ist auch nicht unser Ziel, dass diese Tür zugeht. Vielmehr wollen wir erreichen, dass umgehend eine Politik der Deeskalation beginnt und die Scharfmacherei beendet wird. Wir erwarten von der Türkei, dass Menschenrechte und die Meinungsfreiheit beachtet werden. Frei gewählte Abgeordnete müssen ihr Mandat ausüben dürfen, und rechtsstaatliche Verfahren müssen durchgeführt werden. Ich sage auch deutlich, unsere Gedanken sind bei denjenigen in der Türkei, die sich offen für die Verteidigung der Demokratie einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, auch diese zu stärken und ihnen Hoffnung zu geben, ohne die Kommunikation mit der Regierung außer Acht zu lassen. Wir appellieren daher an die deutsche Bundesregierung, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, in diesem Sinne auch auf die türkische Regierung einzuwirken. Selbst wenn Erdogan sich nicht von Beschlüssen des EU-Parlaments beeindrucken lässt, man hat es ja schon lesen können, er sagt, das ist ihm eigentlich egal, was dort entschieden wird, so muss der Dialog trotzdem mit der Türkei aufrechterhalten werden. Denn die türkische Zivilgesellschaft und die Opposition brauchen jetzt mehr denn je unsere Unterstützung. Wir danken der Landesregierung daher dafür, dass sie die Kontakte nach Bursa in unsere Partnerregion hält und in diesem Sinne auch agiert. Wir werden nicht dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion SPD-DIE LINKE und der Kollegin Öztürk zustimmen. Wir könnten ihm inhaltlich zustimmen, weil wir ihn inhaltlich teilen. Jedoch haben wir einen eigenen Antrag mit der gleichen Zielrichtung eingebracht. Ich bitte Sie daher um Verständnis, dass wir Ihrem Antrag deshalb so nicht zustimmen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir werden derzeit Zeuge, wie sich die Türkei in atemberaubender Geschwindigkeit zu einem autoritären Staat entwickelt. Demokratische Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit gelten faktisch nicht mehr. Wer sich Erdogan und seiner AKP in den Weg stellt, wird verfolgt und weggesperrt. Seit dem Putschversuch vom 15. Juli sind fast 100.000 Staatsbedienstete entlassen worden, unter ihnen zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Es gibt 37.000 Inhaftierte. Es gibt Berichte über menschenunwürdige Zustände in den Haftanstalten und über Folter auf den Polizeistationen. Über 100 Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen wurden verboten. Zahlreiche Journalisten, Schriftsteller und Gewerkschafter wurden inhaftiert, demokratisch gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgesetzt und verhaftet. Meine Damen und Herren, all diesen Menschen sollten auch wir deutlich machen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht vergessen, die Welt schaut auf euch. Vorläufiger trauriger Höhepunkt dieser aktuellen Repressionswelle war Anfang dieses Monats die Verhaftung von Parlamentsabgeordneten, darunter die beiden Parteivorsitzenden der oppositionellen HDP sowie des Chefredakteurs und des kompletten Vorstandes der Tageszeitung Cumhuriyet. Wir haben diesen Antrag gemeinsam mit der SPD und der Kollegin Öztürk eingebracht, weil wir es für wichtig halten, dass der Hessische Landtag hier ein Zeichen der Solidarität setzt. Mit der HDP, mit den Journalistinnen und Journalisten, mit den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und mit allen demokratischen Kräften in der Türkei. Unser Antrag orientiert sich an einer Initiative aus Hamburg, wo es gelungen ist, eine fraktionsübergreifende Solidaritätsbekundung zu beschließen. Und ich finde, es würde dem Hessischen Landtag sehr gut anstehen, dass wir das auch hier tun. Wir haben eine Verantwortung, und ich finde, an der Stelle will ich natürlich auch die Frage aufwerfen, wie lange will die Bundesregierung, wie lange will die Bundeskanzlerin ihre Politik gegenüber der Türkei fortführen und zu den Vorgängen schweigen, mit Rücksicht auf das Flüchtlingsabkommen? Und wir sagen, kündigen Sie endlich diesen schmutzigen Deal mit Erdogan auf. Wir halten ihn für eine Schande für Deutschland und für Europa. Meine Damen und Herren, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit führt die Türkei im Südosten des Landes einen gnadenlosen Krieg gegen Kurdinnen und Kurden. Die kurdische Stadt Cizre, wo vor wenigen Monaten noch über 100.000 Menschen leben, liegt in Trümmern. Die historische Altstadt von Diyarbakir ist zerstört. Zehntausende sind auf der Flucht. Dieser Krieg wird leider auch geführt mit Waffenlieferungen aus Deutschland. Die Bundesregierung hat allein im ersten Halbjahr 2016 Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsexporte in die Türkei im Wert von über 76 Millionen € erteilt. Damit ist Deutschland einer der wichtigsten Waffenlieferanten der Türkei. Wir sind der Meinung, das muss gestoppt werden. An dieses Land, in dem es praktisch keine unabhängigen Medien mehr gibt, in dem die Justiz gegängelt wird, in dem Polizeiwillkür an der Tagesordnung ist, Menschen unter fadenscheinigen Gründen inhaftiert werden und die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert wird. Meine Damen und Herren, an ein solches Land dürfen keine Waffen geliefert werden. Die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei muss beendet werden und die Bundeswehrsoldaten aus Incirlik abgezogen werden. Meine Damen und Herren, auch in Bursa, in Hessens Partnerregion in der Türkei, spüren Andersdenken den repressiven Kurs des AKP-Regimes. Und gestern erreichte uns eine E-Mail des Provinzvorstandes der HDP, und ich möchte meine Rede mit einem Auszug auf diesem Brief beenden. Die HDP in Bursa schrieb, wie im Rest des Landes steht unsere Partei auch in Bursa im Fadenkreuz der AKP. In den vergangenen Monaten wurden Hunderte unserer Mitglieder und Funktionsträger festgenommen. Dutzende sind immer noch in Haft. Angestachelt durch die Politik der immer autoritärer regierenden AKP werden unsere Büros immer wieder von rassistischen Gruppierungen angegriffen. Meinungs- und Pressefreiheit sind praktisch abgeschafft.
Selbst unsere Kommunikation über das Internet wird behindert. Trotz dieser Gängelungen hat unsere Partei auch dank internationaler Unterstützung nicht aufgehört, für Frieden, Demokratie und Menschenrechte zu streiten. Wir wollen, dass das Blutvergießen in unserem Land aufhört und endlich demokratische Verhältnisse einkehren. Wir bitten die deutsche Bundesregierung und die hessische Landesregierung, angesichts der Entwicklung in der Türkei, sich für demokratische Verhältnisse einzusetzen. Lassen Sie nicht zu, dass Menschen, die sich für Frieden und Demokratie einsetzen, zum Schweigen gebracht werden. – Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Öztürk, Redezeit 2,5 Minuten. Sehr verehrte Frau Präsidentin, Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch ganz froh, auch wenn wir zur später Stunde, 18.20 Uhr am 24. November, über die Situation in der Türkei debattieren gemeinsam und bisher auch sehr sachlich und friedlich. Ich werde mir auch Mühe geben, sachlich weiter zu argumentieren, weil in der Tat es geht hier um die Sache, es geht hier um die Solidarität mit den parlamentarisch gewählten Abgeordneten in der Türkei, mit der Zivilgesellschaft, mit den kritischen oppositionellen Stimmen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Putsch zu tun haben, sondern die Türkei in ihrer Demokratie stärken wollen. Und je stärker unser gemeinsames Signal nach Ankara, nach Istanbul, nach Diyarbakır wirken kann, desto wirkungsvoller ist auch das, was wir hier tun. In dem Sinne, ich hoffe, dass wir weiterhin hier an einem Strang ziehen können, meine Damen und Herren. Seit dem 21. Juli ist in der Türkei der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Präsident Erdogan hat hier Notstandsgesetze oder Notstandsverordnungen quasi ausgerufen, indem er am Parlament vorbei per Dekret Gesetze erlassen kann. Das hat zur Folge, dass aktuell 10 Abgeordnete der HDP-Partei, der prokurdischen Partei, in Haft sind, darunter die beiden Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ. Figen Yüksekdağ ist keine Kurdin, sondern eine Türkin. Selahattin Demirtas ist kurdischstämmig. Und beide haben versucht, mit der HDP erstmals die Multikulturalität, Multireligiosität und die Vielfalt der Türkei in dieser Partei darzustellen. Deswegen ist sie am 1. November bei den zweiten Wahlen die drittstärkste Kraft geworden im türkischen Parlament und die zweitstärkste Opposition. Wenn heute die zweitstärkste Opposition von ihren Abgeordneten beraubt wird und 10 von ihnen unter angeblichem Terrorverdacht im Gefängnis sitzen, meine Damen und Herren, und 18 Journalistinnen und Journalisten der Cumhuriyet-Zeitung in Haft sind, meine Damen und Herren, das ist für mich faktisch die Aussetzung der parlamentarischen Demokratie in der Türkei. Und es ist nicht die Rettung der parlamentarischen Demokratie, wie Erdogan nach dem Putsch es zu verkünden versuchte. Hinzu kommt, meine Damen und Herren, dass 54 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der überwiegend kurdischen Region mittlerweile in Haft sind. Und diese Menschen sind mit über 50 % ihrer regionalen kurdischen Bevölkerung gewählt worden. Was ich damit sagen möchte, wenn Menschen wie Ahmet Türk, die sehr für Demokratie und Vielfalt sich eingesetzt haben und Bürgermeister von Mardin sind, jetzt inhaftiert sind, wenn Journalistinnen wie Aslı Erdoğan, Ahmet Altan und Mehmet Altan inhaftiert sind, wenn Necmi Alpay heute ihren 60. Geburtstag, eine Wissenschaftlerin in der Türkei, eine namhafte, im Gefängnis ihren Geburtstag feiern muss, dann sind das keine rechtsstaatlichen Zustände mehr. Das ist ein Land, das nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Und trotzdem wünsche ich mir, dass wir von Hessen – ich weiß, meine Zeit ist überschritten – dass wir von Hessen aus nach Initiativen suchen, wie wir den Faden in die parlamentarische Demokratie zur Türkei aufrechterhalten. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht eine Art Patenschaften begründen können von Parlamentariern zu Parlamentariern, wie es der Bundestag gemacht hat. Ich wünsche mir, dass wir die Beitrittsverhandlungen nicht aussetzen, sondern mit der Zivilgesellschaft ganz eng zusammenarbeiten können. Und ich wünsche und fordere die Entlassung der inhaftierten Abgeordneten aus dem türkischen Parlament. Die parlamentarische Demokratie, ich komme zum Ende, funktioniert nur mit Oppositionspartei. In dem Sinne bitte ich darum, dass auch unser Antrag angenommen wird oder zumindest eine Enthaltung von der Regierungskoalition zustande kommt. Ich danke für Ihr Interesse. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind in tiefer Sorge um Demokratie und Menschenrechte in der Türkei.
Diese Sorge gilt im Besonderen den mutigen Vertretern einer lebendigen, einer kritischen Zivilgesellschaft. Sie soll aber auch gelten, meines Erachtens, den Türken, die in Deutschland leben, und den türkeistämmigen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Ich finde es beängstigend, wie man in Gesprächen mitbekommt, welche Angst und Sorge, ja, welche Selbstzensur hier mittlerweile herrscht. Das zeigt auch, mit welchem Druck der türkische Staat momentan auch außerhalb seines Staatsgebietes vorgeht. Da sollten wir entgegensteuern. Dabei gilt für uns als Freie Demokraten zweierlei. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten weiterhin einen Gesprächsfaden zwischen Europäern und Türkei. Da bin ich völlig bei dir, Thorsten Schäfer-Gümbel. Wir müssen diese Brücke aufrechterhalten. Dabei kann gerade unsere Partnerschaft Hessens mit der Region Bursa ein wichtiger Weg sein, die dort geknüpften Kontakte eine wichtige Brückenfunktion haben, um diesen Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Wir haben ja gerade über alle Fraktionsgrenzen hinweg aus dem Gedanken der Verständigung, der Vertiefung der Integration und der Heranführung der Türkei auch an die Europäische Union diese Partnerschaft begründet. Und auch wenn wir merken, welche negativen Auswirkungen auch auf diese Partnerschaft, auch auf sowohl staatliche als auch zivilgesellschaftliche Kontakte jetzt durch die Situation in der Türkei zustande kommen, ist es aller Mühe und Kraft wert, diese Partnerschaft weiter voranzuführen. Aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Verschlechterung der Menschenrechtssituation in der Türkei stellt für uns auch eindeutig die Frage nach der Zukunft der Beitrittsverhandlungen zwischen EU und Türkei. Diese Verschlechterung der Menschenrechtssituation, der Eingriff in Presse- und Meinungsfreiheit, der Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz, in die Unabhängigkeit der Wissenschaft, diese Eingriffe, diese Verschlechterung, die begann nicht erst mit dem Putschversuch. Sie hat aber durch den Putschversuch mit den anschließenden Säuberungen an Fahrt gewonnen. Meines Erachtens ist damit eine neue Qualität aufgetreten. Und dies erfordert in unseren Augen auch einen Kurswechsel der Europäischen Union in ihren Beziehungen zur Türkei. Die jüngsten Verhaftungen von Oppositionsführern der kurdischen HDP und die Wiedereinführung oder die vorangetriebene Wiedereinführung der Todesstrafe durch Präsident Erdogan ist in unseren Augen eine rote Linie, die der türkische Staat überschritten hat. Mit diesen Schritten verlässt die türkische Regierung den Boden gemeinsamer europäischer Werte, so wie sie z.B. in der Europäischen Menschenrechtskonvention rechtlich bindend niedergelegt sind. Und das muss Konsequenzen haben, auch im Verhältnis zur EU. Eine von Präsident Erdogan zunehmend in dieser Form autoritär regierte Türkei kann kein Kandidat für eine Vollmitgliedschaft in der EU mehr sein. Denn Grundlage für die Mitgliedschaft in der EU sind und bleiben die Kopenhagener Kriterien. Und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, darauf kann es doch keinen Rabatt geben. Nein, die Türkei muss diese Kriterien endlich einhalten. Insbesondere die darin geforderten Bedingungen für einen funktionierenden Rechtsstaat erfüllt die Türkei zurzeit nicht. Und sie will sie offenbar auch in absehbarer Zukunft nicht mehr erfüllen. Präsident Erdogan wird doch einen Grund dafür haben, warum er bislang die Beobachter der OSZE nicht zur Beobachtung der Situation der Inhaftierten oder auch zur Beobachtung der Prozesse zulässt. Und ich finde, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, bei allem Verständnis für die Besorgnis, die Sie haben, dass sich zwischen der Europäischen Union und der Türkei als ganzes Land keine Spaltung ergeben soll. Ich finde, dass der Beschluss des Europäischen Parlaments heute
ein richtiger Schritt war. Ich glaube, dass man der so agierenden türkischen Regierung an dieser Stelle die rote Karte zeigen muss. Ich fände es wichtig und richtig, dass nun auch die EU-Kommission die Staats- und Regierungschefs inklusive Kanzlerin Merkel an dieser Stelle dem Signal des Europäischen Parlaments folgen. Kollegin Beer, ich habe schon zugegeben. Bitte kommen Sie jetzt. Ich komme zum Schluss, möchte aber trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass das für uns ausdrücklich keine Kritik an der Türkei als Land oder gar dem türkischen Volk ist. Ich finde, gerade die Wahlen 2014 und 2015 haben gezeigt, wie die türkischen Bürgerinnen und Bürger für eine starke parlamentarische und zivilgesellschaftliche Opposition, für eine starke Demokratie eingetreten sind. Genau deswegen müssen wir an der Seite derer stehen, die für Bürger- und Menschenrechte, für Rechtsstaat und Demokratie kämpfen. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe doch sehr, dass wir das nächste Mal wieder mit einem gemeinsamen Antrag tun. Wir jedenfalls können beiden Anträgen zustimmen. Und ich hoffe sehr, dass Schwarz-Grün sich hier auch noch einmal einen Ruck gibt. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatssekretär Weinmeister. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Debatte hat gezeigt, dass wir in diesem Hause sehr einhellig der Meinung sind, dass die Situation, so wie sie sich jetzt in der Türkei darstellt, uns alle mit Sorge erfüllt. Ich glaube, alle Rednerinnen und Redner haben darauf hingewiesen, mit welchen Repressalien, mit welchen willkürlichen Verhaftungen und mit welchen Absetzungen Menschen plötzlich zu rechnen haben, ohne dass ihnen konkret etwas vorgeworfen kann. Wenn man sich das Datum des 15. Juli anschaut, den Putschversuch, so ist es vollkommen klar, und die Hessische Landesregierung missbilligt jegliche Art von Putschen gegenüber demokratisch gewählten Regierungen. Das kann nicht sein, das ist kein Mittel der Politik und wird von uns abgelehnt, in besonderer Art und Weise und missbilligt. Aber entscheidend ist, dass dann eine Regierung, gerade wenn sich das Volk so hinter auch diese Regierung gestellt hat und sich den Putschisten entgegengestellt hat, dass dann eine Regierung auch mit Augenmaß und mit rechtsstaatlichen Mitteln diesen Putsch aufarbeitet. Meine Damen und Herren, da haben wir als Landesregierung große Zweifel, dass das im Moment gemacht wird, sondern wir haben eher die Angst, dass in diesem Bereich überzogen wird, dass Menschen willkürlich verhaftet werden, dass nicht Rechtsstaatlichkeit das oberste Prinzip ist. Meine Damen und Herren, das kann nicht im Sinne unserer Hessischen Landesregierung sein. Es ist nicht im Sinne der Hessischen Landesregierung. Und ich bedanke mich bei allen Rednerinnen und Rednern, die das auch hier deutlich gemacht haben. Es muss unser gemeinsames Interesse sein, in der Türkei eine Rechtsstaatlichkeit, eine Demokratie zu haben, die diesen Namen auch verdient. Ob Journalisten, Wissenschaftler, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Lehrer, viele mehr sind verhaftet worden. Ich teile die Sorgen, die auch hier genannt worden sind, dass in kurdischen Gebieten teilweise Städte unter Zwangsverwaltung gestellt werden, Bürgermeister einfach abgesetzt worden sind, ist wirklich nicht mit unseren demokratischen Grundsätzen zu vereinbaren. Schließungen von Printmedien, Rundfunk- und Fernsehanstalten, der Enteignung von Firmen zeigen, dass sich die Türkei in der derzeitigen Situation immer weiter von dem wegbewegt, was wir als Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bezeichnen. Und es hat den Anschein, auch aufgrund der Schnelligkeit, wie die Listen der Menschen nach dem 15. Juli abgearbeitet worden sind,
dass es wirklich auch dort eine langfristige Vorbereitung gegeben hat. Das muss man an dieser Stelle deutlich sagen. Ich habe den Auftrag dieses Parlaments sehr wohl wahrgenommen, zu sagen, wir wollen die Türkei nicht verlieren. Wir wollen die Türkei eigentlich als Partner nicht nur in unserem gemeinsamen Verteidigungsbündnis, sondern auch in der Frage der Flüchtlinge, in der Frage bei Zypern. Auch dort brauchen wir die Türkei. Eigentlich wollen wir sie nicht verlieren, aber wir verlieren sie gerade. Wir verlieren sie auf eine Art und Weise, die uns erschrecken muss. Und deswegen, ja, wir werden alles tun. Das hat auch meine Ministerin immer wieder deutlich gemacht. Wir werden alles tun, den Gesprächsfaden nach Bursa nicht abbrechen zu lassen. Wir werden versuchen, diese Partnerschaft zwischen den zwei Regionen als Basis zu nehmen, vielleicht auch Einfluss zu nehmen auf das, was dort passiert. Aber wir müssen auch deutlich sagen, wir müssen denjenigen in der Türkei helfen und die unterstützen, die Rechtsstaatlichkeit und Bürgergesellschaft noch leben wollen. Und deswegen ist es unser gemeinsames Interesse, diese auch von hier aus zu unterstützen. Und Ministerin Puttrich hat in den letzten Tagen viele Gespräche geführt mit türkischen Organisationen hier in Hessen, die enge Verbindungen in die Türkei haben und enge Verbindungen nach Bursa haben, um zu schauen, wo können wir ansetzen, wo können wir versuchen, das, was wir umsetzen wollen, auch wirklich auf den Weg zu bringen. Und ich appelliere an dieser Stelle an unsere türkischen Partner in Bursa, aber an die gesamte Türkei. Wenn die Türkei wirklich näher an Europa heranrücken will, muss sie die rechtsstaatlichen Prinzipien wahren und gemeinsame europäische Werte achten. Ohne dies wird es nicht gehen, und ohne das wird eine wirkliche Partnerschaft nicht möglich sein. Wenn Sie mich fragen, was mein Wunsch ist, so ist es mein Wunsch, dass wir auch in Zukunft die Türkei als Partner haben, nicht als Gegner. Aber Partner gehen offen miteinander um und sagen, wo die Schwächen sind und was nicht geht. Das müssen wir an dieser Stelle deutlich sagen. Das hat dieses Parlament heute gemacht. Das macht auch die Hessische Landesregierung. Ich glaube, damit wir auch ein Zeichen setzen können dafür, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern wir uns gemeinsam dafür einsetzen sollen, dass es in der Türkei auch anders wird, viel, viel besser wird, als es im Moment ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Debatte, und ich komme zur Abstimmung. Zunächst zu Tagesordnungspunkt 45, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, DIE LINKE und der Abg. Öztürk, Drucksache 19/4118. Wer dem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, LINKE und die Abg. Öztürk. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 46, Dringlicher Entschließungsantrag. Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Abstimmung. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP, Drucksache 19/4119. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKEN und Abg. Öztürk. Damit ist dieser Antrag angenommen.